Ein paar SVPler haben am Rand vom Frauenstreik von der letzten Woche gepöbelt, haben sie im Tagesanzeiger können lesen. Also einmal mehr, die bösen SVP-Nationalräte gegen die friedlich demonstrierenden Frauenrechtlerinnen. Nur das stimmt nicht ganz. Ich erzähle Ihnen jetzt die wahre Geschichte, denn ich bin selber dabei gewesen. Alfred Heer sorgt für Eklat, hat der Tagesanzeiger am Dienstag vor einer Woche in grossen Buchstaben getitelt. Er habe gegenüber den Berner Demonstrantinnen Lesbenverein gerufen. Am Nebentisch haben ihn dann ein paar Leute zur Rede gestellt und die Polizei hat ihm gesagt, er soll das Riefen unterlassen. Ich kann Ihnen anstelle von diesen Fake News genau sagen, was wirklich passiert ist, und zwar als direkte Zeuge. Kundgebungen auf dem Bundesplatz sind während der Session eigentlich verboten. Das ist aber den militanten Frauenorganisationen egal, wo, wie sie hier sehen, in Bern mit erhobener Faust für ihre kommunistischen Anliegen demonstriert haben. Wo Tamara Funicello unter dem Gekreische der Anwesenden irgendetwas erzählt hat, bin ich zu den Organisatorinnen gegangen und habe gefragt, ob ich auch etwas sagen darf. Nein, haben sie gesagt, nur Frauen dürfen reden. Und das ausgerechnet an einem angeblichen Antidiskriminierungstag. Dann sind wir am Feuerobenbier beim Bundesplatz gesessen. Und zwar Esther Friedli, der Marcel Tettling, der Martin Haab, ich und ein bisschen später auch der Alfred Heer. Drei Demonstrantinnen haben uns als Politiker erkannt und angefangen mit uns zu diskutieren. Zuerst humorvoll, bis eine mir plötzlich ein Bier über den Kopf und über den Anzug runtergeleert hat. Der Freddy Heer hat dann klar seine Meinung gesagt und hat auch ein paar Mal SVP gerufen. Daraufhin haben ausgerechnet drei Deutsche am Nebentisch zu ihm gerufen: «Du Nazi-Sau!» Und das ausgerechnet zum Alfred Heer, der sich wie kaum ein anderer Politiker für das Judentum und für Israel einsetzt. Das hat sich der Freddy Heer natürlich nicht gefallen und es hat ein Wortgefecht mit diesen Deutschen gegeben. Die Polizei hat sich dann eingemischt und vor allem aber auf uns Parlamentarier, weniger auf Demonstranten und ihre Helfer eingeredet. Und das, meine Damen und Herren, das ist die wahre Geschichte über den sogenannten Eklat. Lassen wir uns doch wieder einmal erklären, was die rabiate Art von Feministinnen, wie sie am Frauenstreiktag auftreten sind, genau wend. Radikaler Feminismus bedeutet für uns, dass wir die Machtstrukturen in Frage stellen, bis hin zum Individuum runter. Das heisst, dass unser Feminismus antisexistisch ist, antinationalistisch, antikapitalistisch und antipatriarchal. Es geht nicht darum, ob das Foto schön ist oder nicht. Es geht darum, ob das Foto stark ist. Und das Foto ist stark. Es ist eine starke Symbolik, die wir damit hervorrufen. Es sind starke Frauen auf diesem Foto. Es geht also nicht um etwas Gutes und schon gar nicht um etwas Schönes, sondern um nichts anderes als um kommunistische Propaganda. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ich Sie bei der nächsten Sendung wieder begrüssen darf. Auf Wiedersehen.